So, und dann jetzt herzlich willkommen zum ausführlichen Testbericht im Final Review zur Sony Smartwatch 3. Hier ist sie, an meinem Handgelenk, live zu sehen, in Action. Einen Rundgang haben wir schon im Unboxing gemacht und da das Unboxing ja erst von gestern ist, würde ich vorschlagen, sparen wir uns das Ganze. Denn so viel verändert hat sich an der Uhr jetzt äußerlich nicht. Und deswegen würde ich vorschlagen, fangen wir an mit dem, wie sie sich anfühlt, die Uhr. Und das muss ich sagen, es gefällt mir deutlich besser als die G-Watch R. Weil die Uhr einfach dünner ist. Und durch das durchgehende Armband, wo man einfach nur diesen Computer reinsetzt, ist es deutlich angenehmer zum Sport machen, zum Tragen. Wenn man damit jetzt einfach irgendwie rumgeht oder auch schreiben will. Ganz normales Schreiben geht mit der Uhr viel leichter, weil der Knopf nicht so breit ist und nicht so in den Arm reindrückt, wenn man dann die Hand hochnimmt. Deswegen finde ich, ist die Uhr einfach deutlich alltagstauglicher. Was man jetzt persönlich eleganter findet, was man lieber anziehen würde, das ist, glaube ich, Geschmackssache. Da kann ich mich auch nicht ganz entscheiden. Ich würde nämlich einerseits unter einem Sakko, glaube ich, finde ich die G-Watch R schöner. Aber so, wenn man irgendwas Normales, Sportliches anhat, finde ich die hier einfach irgendwie besser. Der zweite Punkt, der interessant ist, wenn man sie anguckt und den man vielleicht nicht leugnen sollte, ist natürlich das Display. Und interessant hier ist natürlich, dass eine komplett andere Display-Technologie zum Einsatz kommt. Weil wir hier nämlich ein AMOLED-Display haben. Das bedeutet, dass alle schwarzen Pixel wirklich aus sind. Und was aus in dem Kontext bedeutet, heißt, dass man, wenn es dunkel ist, es nicht mehr ablesen kann. Ich schaue mal, ob ich das euch mal kurz demonstrieren kann. Moment. Softbox aus. Jetzt warten, bis das Display wieder abdunkelt. Es ist noch hell. Ihr seht schon, jetzt ist die Softbox gerade aus. Es ist deutlich schwerer abzulesen. Das heißt, das Display leuchtet nicht nach. Und auch in der Nacht könnt ihr das Display nicht ablesen. Das heißt, wenn die Uhr auf dem Nachttisch liegt, ihr seht es nicht. Sie wirft kein Licht aus. Weil er wirklich wie am E-Book-Reader mit E-Ink-Displays, Lampe an, mit E-Ink-Displays, wirklich sich nur Uno-Energie verbraucht, wenn sich etwas auf dem Display verändert. Das ist natürlich ein sehr deutlich merkbarer und praktischer Energiesparfaktor. Was die Technik angeht, die darin verbaut ist, unterscheidet sich die Uhr auch wirklich kaum von den aktuellen Konkurrenz-Smartwatch-Modellen, denn wir haben hier wieder 4 GB internen Speicher, sie verbindet sich per Bluetooth mit eurem Smartphone, wo ist es? Da ist es. Und ihr habt hier allerdings jetzt GPS drin, das bedeutet, ihr könnt damit autark vom Smartphone Läufe starten. Nur natürlich ohne Internet ist bei Android wäre nichts möglich. Das heißt, ihr braucht einen Datenvertrag oder könnt die Uhr nur zu Hause wirklich in ihrem vollen Funktionsumfang nutzen. Dafür fehlt an der Uhr der Pulsmesser. Das bedeutet, obwohl sie so sportlicher gestaltet ist, könnt ihr sie beim Sport machen nicht effektiv als Pulsuhr oder als Sportüberwachungsuhr benutzen, sondern seid darauf angewiesen, entweder ein Galaxy S5 zu haben oder andere Smartphones, die den Pulsmesser unterstützen oder eine echte Sportuhr dabei zu haben. Das ist dann allerdings jetzt die Frage. Braucht man dann eine Smartwatch, wenn sie jetzt als Sportuhr nutzen will? Braucht man dann wirklich eine Smartwatch oder greift man dann auf die wirklichen Sportuhrmodelle von den Markenherstellern, die sich auf Sportuhren spezialisiert haben? Das habe ich mir nicht halt auch so die Frage gestellt. Und da kam ich dann auf den Entschluss, sollen wir doch lieber mal auf eine vernünftige Smartwatch warten, die alles so vereint, dass man es wirklich perfekt nutzen kann. Weil ich finde den Funktionsumfang, wie ihr es ja im Android Wear Video gesehen habt, wo die Uhr auch schon im Modell stand, den Funktionsumfang, den Android Wear bietet, finde ich einfach auch schon wirklich cool. Weil man hat hier 10 Milliarden Ziffernblättern zur Auswahl. Man kann sich da einfach überlegen, ja, wie soll denn meine Uhr jetzt heute mal aussehen? Soll sie jetzt mal so aussehen? Blödes Beispiel. Soll die Uhr so aussehen?
Ihr könnt aus dem Play Store noch viele tausend anderen Ziffernblättern runterladen. Und ihr könnt einfach jeden Tag mit irgendeiner anderen Uhr rausgehen. Ist jetzt für mich jetzt nicht so der Hyperpunkt, weil manche Uhren finde ich sehen einfach bescheuert aus, wenn man dann. Hier weiß ich nicht. Wo gibt's das? Das da. Ich weiß nicht. Na, erkennt man jetzt auch schlecht. Ob man dann einfach irgendein Bild nehmen soll und da darauf dann seine Uhrzeit sich anzeigen lassen. Ob das so notwendig ist oder ob man dann nicht doch lieber einfach normale Ziffernblätter nimmt. Gefällt mir immer noch am allerbesten. Wo wir jetzt auch vorhin schon vom energiesparenden AMOLED-Display gehört haben, ist natürlich jetzt auch noch spannend, was macht die Batterie oder der Akku durch. Und das kommt wie beim Smartphone einfach wirklich auf den Benutzer selber an. Bei mir kam die Uhr gut 2 bis 2,5 Tage durch. Wenn ich die Uhr jetzt nicht dauerhaft die ganze Zeit draufgetippt habe und was weiß ich, Schritte anzeigen oder ich will jetzt Stoppuhr starten, dann hält die Uhr wirklich gut 2 bis 2,5 Tage durch. Da muss sie auch an Strom. Also sie ist dann auch wirklich schnell aufgeladen. Das heißt, das ist kein Zeitaufwand, wenn man jetzt irgendwo hin muss und dann noch gerade erst 1/2 Stunde vorher merkt, dass die Uhr nicht mehr voll ist. Packt man sie an Strom, in 1/2 Stunde ist sie dann wirklich eigentlich meistens vollgeladen. Was kann man sonst noch zum Display sagen? Eben mit der Ablesbarkeit so in die Softbox halten, man sieht nichts mehr. Man sieht gar nichts. Das ist halt wirklich ein bisschen schade. Da muss man immer jedes Mal nochmal erst drauf tippen. Und dann ist das Display auch hell genug durch den Helligkeitssensor, der dann eben auch das ermöglicht, dass sich dann einfach das Display abdunkelt, wenn man die Hand drauf legt. Dann vibriert die Uhr kurz und dann wird das Display dunkel. Das ist auch ganz praktisch, wobei das Display nach 5 Sekunden ausgeht. Deswegen, manche Funktionen sind einfach gut erfunden, aber also gut, dass es sie gibt, aber manchmal noch nicht so überdacht, dass sie jetzt für Android Wear ausschlaggebend wären, es nutzen zu müssen. Ansonsten die Verarbeitung, muss man sagen, das Display auch wie bei den meisten Uhren wirklich mit einem ordentlichen Corning Gorilla Glas geschützt. Das heißt, das hält was aus. Die Rückseite ist aus gebürstetem Aluminium, das heißt, da kann auch nichts wirklich passieren. Die Uhr ist nach IP67 wasserzertifiziert, das heißt, 1/2 Stunde, 1/2 Meter unter Wasser macht der Uhr auch nichts aus. Und das Armband lässt sich extrem gut tragen, das heißt, man kann es ohne Probleme den ganzen Tag tragen, ohne irgendwas auf der Haut zu spüren. Und nach ein paar Minuten, nach irgendwie 1/2 Stunde tragen, merkt man die auch echt nicht mehr an der Hand. Man hebt den Arm hoch, huch, wegen deiner Uhr. Die ist also ein echtes Leichtgewicht. Das war mit der LG Watch A echt was anderes schon noch, weil da durch das gebürstete Stahlgehäuse war die Uhr einfach deutlich schwerer und man hat sie immer gemerkt, wenn man sie an der Hand hatte. Aber kann man jetzt einfach so nicht anders leugnen. Ansonsten glaube ich aber, habt ihr jetzt alles Wichtige, was ich mir in der Zeit über die Uhr erarbeitet habe, auch gelernt. Nämlich, dass es einfach ein praktisches Gimmick ist, ein praktisches Gadget ist, was man haben kann. Man braucht es nicht. Aber wenn man sich eine Smartwatch zulegt, kann man gerne einmal mit der Uhr schauen, was man dafür Sachen machen kann. Der Preis schwankt aktuell zwischen 250 und knapp 300, also 299 Euro. Da könnt ihr euch einfach mal überlegen, was euch einfach eine Uhr wert ist. Reicht euch eine 50 Euro normale Armbanduhr oder sagt ihr euch einfach, Android ist geil, ich stehe auf Android und dann muss es halt dann eine Smartwatch sein. Ich persönlich finde Smartwatches, jetzt wo ich so ein bisschen mich damit auseinandergesetzt habe, extrem praktisch. Sie gefallen mir auch wirklich gut. Ich würde selber auch dazu tendieren, eine Smartwatch zu nutzen, weil es einfach manchmal praktische Sachen sind. Wie gesagt, nur bei der Sony Smartwatch 3 fehlt mir der Pulssensor, sonst wäre das für mich aktuell die Smartwatch. Letzter Punkt natürlich noch, was euch wahrscheinlich aufgefallen ist, das viereckige Display. Was halte ich vom viereckigen Display? Für mich hatte eine Uhr bisher ein rundes Display. Jede Uhr hatte für mich bisher ein rundes Display. Jetzt hatte auch die G-Watch A ein rundes Display. Jetzt war auch die G-Watch A mit einem Touchscreen und Android Wear. Und jetzt habe ich die Sony Smartwatch 3 plötzlich. Mit einem viereckigen Display.
und auch Android Wear. Jetzt zeige ich genau den Vergleich. Android Wear auf zwei Uhren. Und ich muss sagen, Android Wear ist einfach für viereckige Touchscreens ausgelegt. Ich glaube, auch wenn man sich da jetzt viel Mühe mitgibt, dann runde Touchscreens zu machen, wie auch bei der Huawei Watch oder der Moto 360. Es ist, glaube ich, manchmal einfach die Funktionalität, die dann im Endeffekt auch darüber entscheidet, was an den Markt kommt und was nicht an den Markt kommt. Das muss ich kurz Helligkeit runterstellen. Sonst seht ihr nämlich nichts. So. Ihr seht ja immer noch nichts. Ist das ein Schwachsinn? Naja. Es ist einfach dann die Funktionalität, die am Markt entscheidet, wer was gekauft wird. Und ich finde, ein viereckiger Touch, es ist einfach, Smartphones sind ja nicht ohne Grund viereckig, weil Touchscreens sind viereckig einfach praktischer. Vor allem, wenn dann eine Uhr dann noch so einen breiten, hochstehenden Rand hat, wie es nun mal die LG Watch R hatte, dann ist es einfach, und die Uhr hat jetzt hier gar keinen Rand, dann ist es einfach manchmal praktischer, viereckiges Display zu haben. To the rhythm, let your mind be free. Get down to the sound of technology.